Und rein in den Kampf. Oi, ich erinnere mich an die Vögel. Ich kann die Maschinen töten, aber auch den Turm? Vielleicht kann ich ihn zerstören. Oder überbrücken. Gehen wir direkt mal auf den Turm zu. Nicht drüber rollen da. Ich glaube, ich muss einfach nur mein Stäbchen reinstecken. Pff. Klingt gut, ja, ich weiß. Ah, da war doch was. Ich muss den Turm überbrücken. Kontrollieren. Oh, hallo Vogel. Hopp, der ist eh klar. Ich glaube, ich habe genau meine Elektro-Sachen weggegeben. Die hätte ich genau gebraucht bei dem jetzt. Ja. Was haben wir hier? Sprengbombe, Klebebombe, Sprengbombe. Oh ey, mein Ziel mit dem ist auch nicht das wahre. Solange ich rollen kann. Okay, nicht. Sie ziehen ab. Das schaut nicht so aus. Wer wird der abziehen? Habe ich ein bisschen Schaden gemacht? Oh, ich hätte meine Pfeile dran lassen sollen. Da, nehmen wir den. Ausgewichen. Wow. Ich komme hier raus. Und weg mit dem. Passt. Einfach alles nehmen. Muss ich die restlichen noch ausschalten oder erledige die Maschinen? Yep. Was haben wir hier? Erzählen wir denn da ist nicht das Beste. Andere Munition. Ja, nehmen wir gleich. Sobald ich durchgedodged bin hier. Whoop. Wo bin ich hingeflogen? Oh. Ja, ich sollte nicht auf Nahkampf gehen. Oh. Eieiei. Oh. Ah, falsche Taste die ganze Zeit. Klebebombe. Ich glaube, die ist ja als Haftmine gedacht. Nein? Doch. Der Turm ist glaube ich richtig stark. Doch man kann ihn überbrücken. Ja, ja. Das wird ein interessanter, schwacher Start wahrscheinlich. Einfach alles nehmen. So, wo wollte ich hin? Zurück zum Typen tratschen. Ja. Was haben wir hier? Metallscherben. Irgendwas anderes. Nehmen wir wieder meinen normalen Bogen raus. Ich werde mich hier nicht so aufs Looten und Level konzentrieren. Sollten wir das? Was willst du? Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Blauglanz. Du sagst was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfad? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Yep. Nein, eigentlich doch nichts. Burgrenz sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Späher,
Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Ja, wir rennen mal rüber. Also gut. Oder reiten wir rüber. Ich gehe zu den Eisfallen und suche diesen Schamanenpfad. Ja, mein Pfeifen braucht noch ein bisschen. Einfach durchreiten. Oh, komm schon, Junge, gib Gas. Dann kann ich ja laufen gleich. Ja, ich werde noch schauen, ob ich im Nachhinein ein paar Controller-Klicks entfernen kann. Ah, Mist. Falsch investiert. Aber das ist die Heilung, die brauchen wir. Oh, was haben wir hier? Was sagt die Karte? Links eine Quest, rechts ein Lagerfeuer. Wir nehmen das Lagerfeuer zuerst. Komm, gib Gas. Hupf. Yep. Das ist Kampfmusik. Oh, bin nicht zum Kämpfen da. Nur zum. Was will mit mir kämpfen? Ah, du bist ignoriert. Was auch immer du bist. Ganz oben am Berg was. Oh. Ja. Okay, irgendwo war da noch was anderes. Ich rette gerade darauf hinzu. Okay. Da links eine Quest. Da schauen wir auch eine mal schnell rüber. Eine Ruine im See? Nein. Die Ruine ist der See. Sie ist von den Alten. Schnappmäuler. Sind bestimmt von flussaufwärts gekommen. Folg dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Das habe ich mir gemerkt. Oh, doch nicht, explodieren sie doch nicht. Das ist ganz schlecht dann. Okay, nehmen wir doch lieber die anderen Pfeile. Wo sind sie? Da. Ich darf da nicht durchhupfen. Wow, das wird sich nicht ausgehen. Und jetzt bin ich ins Wasser gehupft. Das wird mir nicht viel mehr helfen. Das ist ja mein Tod. Ja, wir werden die Pfeile einfach aufbrauchen. Ja. Oh je, da ist der nächste links. Das werde ich bereuen. Oh, nicht. Warum bin ich ins Wasser gehupft? Schwimm. Ach, oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Swim. Run, boy, run. Oh je. Yeah. Ja, sorry, Eli. Hab dich in deinen Tod geritten. Sirs, Mate. Du wirst gleich mal vollgeklebt. Bis zur nächsten Episode werde ich dich schon repariert haben. Oh, schau, wie kommt denn der darauf? Wurscht, so habe ich den drüber gehaut. Keine Munition, oh je. Oh. Mitten in den Kampf rein. Oh, er gibt mir einen Kuss.
Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Das war nicht das Gescheiterste. Wo sind die guten Tränke? Hopps, falsche Taste. Oh je, ich habe einen Fight gestartet, den ich nicht beenden werde. Was haben wir hier? Einfach raufhauen. Yep. Sehr schön. Ah, mein Tick ist da. Vielleicht gibt es Unterstützung. Oh. Komm, schnell. Kritischen Schaden. Und nochmal draufhauen. Und nochmal draufhauen. Und wegrennen, so schnell wie geht. Oh, da können wir vielleicht auch noch einen kritischen Renn zaubern. Ja. Ja, da geht ein bisschen was weiter schon. Munition leer. Oh, passt schon. Wird schon besser gerade. Ja. Das ist mein Viech, das wird mich nicht attackieren. Oh, mit der Loot. Den werden wir brauchen dann. Für die unter dicken Fights. Oh, der Typ chillt da noch. Gut für ihn. Ich weiß nicht mal, was die Quest da hätte sein sollen. Ey. Den nächsten auch noch beleidigt. Ich hasse das Eis. Dass sie schießen. Richtig nervig. Aber ich bin jetzt committed. Vielleicht sollte ich meine Eispfeile rausholen. Meine elektrischen Pfeile. Probieren wir es mit den Waffen. Das können wir weg, die Schleuder, die haben wir sowieso aufgebraucht, ablegen. Da. Oben, passt. Ja, ich hätte gedacht, dass ich Wasserschaden extra kriege. Nee. Sehr enttäuschend. Mach mal den Sniper-Schaden. Passt. Muss ich da überhaupt was machen oder sollte ich einfach abhauen? Überflutet da. Folge den. Ja, gehen wir darüber. Oh, sorry, Mate. Und immer schön leise. Mhm. Habe ich da jetzt was verpasst? Oh, wo bin ich jetzt direkt davor? Oh, ich glaube, die Quest mache ich mal ein anderes Mal dann. Ich kenne mich gerade nicht aus. Oh, schaffe ich es raus? Was für ein Jump. Mal schauen. Quest aktivieren, okay. Folge dem Flussstrom aufwärts. Ja. Jetzt verstehe ich. Die Spezialwischen was? Das schaut nach einem Clou aus. Stein. Nice one. Einfach nur raufrennen den Fluss. Das ist alles. Das schaffe ich gerade noch. Solange ich nicht wieder in unnötige Kämpfe mich begebe. Okay. Da, das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Ja, das ist ein Damm. Irgendwelche Gegner hier? Oh, Lagerfeuer. Ganz wichtig. Was machen wir hier? Einfach blind reinrennen. Ich glaube, ich kann mich leicht erinnern. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Wir gehen rein. Typisch Open World, schon in einer Nebenquest. Vertieft und verloren. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken, hm? Wo das wohl ist? Warum ist deine Stimme so laut gewesen?
Es wird geklettert. Oh. Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Zuflusssturmfehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Der Großteil der Anlage steht wohl unter Wasser. Wie ist das passiert? Ja, dann, ne? Aber wir werden es herausfinden. Können wir rein? Nein, Tod-Test immer nein. Oh nein. Noch ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Die Schlossposition. Praktisch. Oh boy. Links oben. Kann ich da überhaupt was drehen? Oh, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das gegangen ist. Ich glaube, einer fehlt, deswegen geht nichts. Ich muss erst den restlichen finden. Ein Teil fehlt. Ohne das komme ich nicht rein. Yep, okay. Was haben wir hier? Hologramm. Tagebuch. Müssen wir den Sweetpot finden in diesem Spiel. Okay, also, wie fangen wir mit diesem Abschiedsding an? Wir sind vielleicht die letzten Menschen, die das hier je sehen. Ja. Oh. Oh. Da ist die Audio gleich wieder mal leiser zu machen. So. Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Dann bitte. Danke. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Ach, Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Oh, gut gemacht, Typ. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Natürlich. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Yep. Wo ist mein Ring? Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Perfekt. Die Retterin. Meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser. Und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens.
Oh, das deutsche Voice Acting ist ziemlich stark in diesem Spiel, habe ich ganz vergessen. Normalerweise spiele ich lieber auf Englisch, aber es ist ja auch gut. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildun. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch. Ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. My precious little Spiegelchen. Wo war ich? Ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Wo muss ich hin? Zwei Paar Hände. Weißt du, Zwei. Das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Anrechts. Eine steinerne Ruine, baumhoch und bergreich. Der Koloss hatte 13 Ebenen und keine Wände. Nur große Säulen. Aber hat er zwei Paar Hände? Und vollgestellt mit unzähligen dieser großen Karotten. Abgestandenes Badewasser. Reizend. Und nicht außer Vogelnestern da drin gefunden. Das war doch sicher nicht ihr Zweck gewesen, oder? Warum sollten die Alten. Fabelhaft! Ich wusste es! Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht klar. Zwei Paar Hände. Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einrasten. Ja, bin schon bereit. Zwei Paar Ein Hände. Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Oder ich hupfe runter und breche mir meine Beine. Ich schätze, er wird die ganze Zeit sowieso durchreden. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Oh. Wo? Wie ging das noch gleich? Wie ich es darüber schaffe? Oh, ich kann mich... Oh. Darüber schaffe ich es. Netter Sprung! Nett! Mehr Was kann sag ich nicht ich da? Tragen. Das war umwerfend. Ich habe noch nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Danke. Glaub ich. Yep, you're welcome. Oh, du bist nah dran. Spring einfach herüber. Oh, zu knapp. Ah, du bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Vorsicht da unten. Das ist ein Rad dann wahrscheinlich. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite?
Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Yep, hab ihn gefunden. Während er ja gleich wieder weiterredet. Nein, gar nicht. Er hat doch sicher noch Geschichten. Er erzählt gute Geschichten. Ich habe zwar nicht zugehört, aber ich bin mir ziemlich sicher. Rein, Rolling. Speedhack gleich mal. Sollen wir unten sein? Warum nicht? Das war erfrischend. Yep. Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht. Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und Kaputtes? Was? Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Gut, dass dir was einfällt. Oh, das habe ich gleich gesehen. Das Teil. Oh wow, was ist denn das für eine Kletternummer? Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Oh wow. Ja, überhaupt nicht gefährlich. Ganz und gar nicht. Oh. Ja, wir machen hier eine Pause und versuchen später weiter zu klettern. Tschüss dabei.